Hallo, ich bin Sue von Mayberry und ich zeige dir heute, wie du diese einfachen Aquarellblumen ganz leicht selber gestalten kannst. Wir starten mit einer ganz einfachen Blüte und zwar könnte das sowas sein wie Sonnenhut. Dabei müssen wir uns erstmal kurz Gedanken darum machen, wie denn der Aufbau der Blüte ist. Deshalb mache ich dir kurz eine Skizze. Du startest nachher mit dem Mittelpunkt der Blüte, mit dem Blütenstempel und setzt an diesen hier die ganzen Blätter unten dran. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel in der Mitte ein Blatt und links und rechts davon natürlich auch. Jetzt müssen wir nur darauf achten, dass die Blätter auch so ein bisschen sich nach unten neigen und nicht zu sehr abstehen. Und schon haben wir den Grundaufbau unseres Sonnenhutes. Um den Stiel jetzt richtig dran zu packen, müssen wir gucken, wo denn der Stempel ist von unserer Blüte, die Mitte, und müssen da imaginär uns gedanklich den Stiel einmal runterziehen und wissen, dass der ungefähr später hier rauskommen soll. Wenn wir dann noch links und rechts ein Blättchen hinzufügen, haben wir auch schon die erste Blüte aufgebaut. Diese Skizze möchte ich jetzt mit Aquarellfarben einmal umsetzen. Dafür schnappe ich mir einen 4er-Rundpinsel und starte auch hier mit meiner Blütenmitte. Dafür nehme ich mir ein wenig hochpigmentierte, das heißt richtig schön kräftige gelbe Farbe, streife meinen Pinsel so ein bisschen am Rand ab, damit der nicht zu voll gesogen ist und kann damit beginnen, einfach diese Form, die ich hier auf meiner Skizze sehe, einmal auf mein Aquarellpapier mit der Pinselspitze zu tupfen. Anschließend mische ich mir einmal eine helle Farbe von meinem Magentaton an. Mit diesem male ich jetzt meine Blütenblätter und das Ganze zeige ich dir jetzt einmal hier auf diesem Schmierpapier. Du kannst Folgendes machen, du kannst den Pinsel einmal von dir weghalten und dann nur mit der Pinselspitze starten. Während du nach unten ziehst, gibst du mehr Druck auf deinen Pinsel und nimmst den Druck dann langsam wieder weg. So bekommst du diese typische längliche Blütenform. Wenn das mal nicht so perfekt wird oder nicht auf Anhieb funktioniert, kannst du natürlich auch jederzeit mit der Pinselspitze unten nochmal nachjustieren. Das heißt, es muss nicht mit einem Pinselstrich funktionieren, sondern es geht nur darum, dass du schon mal so einen groben Aufbau deines Blattes hast. Das Ganze kann ich jetzt auch einmal an mein Blütenköpfchen dranpacken. Auch hier halte ich den Pinsel von mir weg, starte in der Mitte meines Blütenköpfchens, gebe Druck drauf und nehme den Druck wieder weg. Das Ganze wiederhole ich jetzt mal. Ich kann zum Beispiel auch mal mehr Wasser hinzugeben zu meiner Farbmischung, damit die nächsten Blätter zum Beispiel ein bisschen heller werden. Die Blätter müssen auch gar nicht perfekt aussehen am Schluss. Wenn die so ein bisschen krumpelig sind, sieht das oft sogar schöner aus, als wenn sie zu perfekt sind. Jetzt packe ich hier insgesamt 5 dran. Und während das noch nass ist, könntest du jetzt auch nochmal mit der Pinselspitze in dein Näpfchen reingehen, ein ganz bisschen hochpigmentierte Farbe aufnehmen und kannst dann in die nassen Blütenblätter auch nochmal hier und da ein bisschen reintupfen, um noch einen kleinen Verlauf zu kreieren. Hier fehlt uns jetzt nur noch unser Stiel. Dafür mische ich mir hier einmal eine dunkelgrüne Farbe an, streife meinen Pinsel wieder schön ab am Rand, damit ich eine feine Linie hinbekomme und kann jetzt, genau wie ich das hier bei der Skizze gemacht habe, gedanklich einmal vom Mittelpunkt nach unten gehen und weiß dann ungefähr, wo mein Stiel anfangen muss und ziehe mir hier einmal den Stiel runter. An den Stiel packe ich jetzt meine Blätter und auch die Blätter kannst du ganz einfach mit 2 Pinselbewegungen malen, indem du erst mit der Spitze startest, ein bisschen Druck drauf gibst und dann wieder den Druck wegnimmst und dasselbe nochmal daneben machst, bekommst du ein schönes spitzes Blatt hin. Alternativ, wenn dir das zu kompliziert ist, kannst du natürlich auch einfach die Konturen deines Blattes mit deiner Pinselspitze einmal vorziehen. Und anschließend mit dem flachen Pinsel in wenigen Zügen ausmalen. Das Ganze mache ich jetzt auf der linken und rechten Seite auch einmal. Ich starte mit einem kleinen Stiel und setze da
einmal meine zwei Blätter dran. Und fertig ist schon die erste Blüte. Blüte Nummer 2 soll sowas werden wie Vergissmeinnicht. Dafür brauchen wir jetzt ganz, ganz viele ganz kleine Blüten. Diese können wir mit Aquarell ganz einfach darstellen, indem wir uns die Mitte einer Blüte einmal vorstellen und um diesen Mittelpunkt herum einfach 4 bis 5 weitere Kreise ergänzen. Das sieht natürlich jetzt hier sehr grafisch und sehr, sehr plakativ aus. Das Ganze wird aber mit Aquarellfarbe dementsprechend viel lockerer werden. Was wir brauchen bei Vergissmeinnicht ist, wie ich gerade schon gesagt habe, natürlich viele Blüten nebeneinander. Deshalb packe ich einfach diesen Blütenaufbau jetzt einige Male auf mein Papier und verbinde das Ganze dann erst mit einem Stiel. Ich starte dabei hier ungefähr auf dieser Höhe mit meinem Hauptstiel, das heißt unterhalb meiner ganzen kleinen vielen Blätter. Und ab diesem Punkt hier kann ich jetzt Schritt für Schritt zu den verschiedenen Blüten hochgehen. Hier kann ich dann auch gucken, dass sich das Ganze immer da verbindet, wo es halt Sinn ergibt. Und jetzt sehe ich auch, dass ich ein paar zu wenig Blüten gemalt habe. Das heißt, sobald die Stiele stehen, kann ich auch noch jederzeit weitere Blüten ergänzen, ohne dass das Ganze kompliziert wird. Das hier werden wir jetzt einmal auch mit Aquarellfarbe machen. Dafür nehme ich mir wieder meinen Viererpinsel von gerade und mein Schmierpapier und jetzt zeige ich dir einmal, wie du so eine einzelne Blüte ganz, ganz einfach gestalten kannst. Ich mische mir hier einmal so ein Violett-Blau an. Das finde ich ganz passend für ein Vergissmeinnicht. Und dann kann ich einfach mir die Mitte meiner Blüte einfach im Kopf denken und packe mit ganz einfachen, kreisenden Bewegungen meiner Pinselspitze diese 5 Blütenblätter einmal drumherum. Einfach mit der Spitze einmal kreisen, ausfüllen und so einfach bekomme ich diese winzigen Blüten hin. Und erst wenn das getrocknet ist, packe ich am Schluss ein bisschen Gelb in die Mitte, um den Blütenstempel darzustellen. Das Ganze kann ich jetzt einmal auf mein Papier bringen. Ich starte einfach irgendwo oberhalb. Ich möchte ja ungefähr, dass hier diese Blüte sitzt und ich habe hier meine Skizze, das heißt, ich weiß ja ungefähr, wo die Blüten sitzen. Ich starte also einfach mal hier oben mit den ersten Blüten und setze dementsprechend drumherum noch weitere. Und du kannst sehen, dass ich umso schneller ich arbeite, umso weniger grafisch wirkt das am Schluss. Und das möchte ich eigentlich auch. Also du musst auf gar keinen Fall super runde Kreise hinbekommen, sondern es geht vielmehr darum, dass man so ganz grob diese Anmutung hat. Aber wenn das Ganze ein bisschen abstrakter wird, ist das super gut. Wenn du dir unsicher bist, kannst du immer wieder auf deine Skizze gucken. Aber im ersten Schritt kannst du jetzt erstmal einfach nur einige Blüten auf dein Papier setzen. Zum Beispiel jetzt würde ich schon meinen Stiel ergänzen, damit ich einen besseren Überblick habe, wo noch Blüten fehlen. Das heißt, ich gehe hier einmal in meine grüne Farbe rein. Ich nehme jetzt ein etwas goldigeres Grün und genau wie bei meiner Skizze starte ich auch an diesem unteren Punkt, das heißt ungefähr hier mit meinem Hauptstiel, den ziehe ich einmal nach unten und von da aus kann ich dann meine ganzen kleineren Linien nach oben ziehen und verbinde dann die Blüten, die ich bisher habe, schon mal mit den Stielen und merke dann, an welchen Stellen noch weitere Blüten fehlen. Deshalb gehe ich jetzt wieder in mein Violett und ergänze jetzt noch weitere Blüten. Wenn ich das Gefühl habe, das sieht alles noch zu blass aus, kann ich auch bei manchen Blüten ein bisschen Pigment noch hinzufügen, indem ich hier einfach in mein Aquarellnäpfchen einmal gehe, hochpigmentierte Farbe aufnehme, schön abstreife und dann mit der Pinselspitze nochmal bei ein, zwei
Blüten etwas dunkle Farbe ergänze. Durch diese hellen und dunklen Blüten in Abwechslung wirkt das Ganze dann viel plastischer und viel verspielter. Das Ganze lasse ich jetzt trocknen und dann machen wir jetzt erstmal weiter mit unserer dritten und letzten Blüte. Auch unsere dritte Blüte hat einen ganz einfachen Aufbau. Wir machen sowas Ähnliches wie hier bei dem Vergissmeinnicht, nur etwas größer. Das heißt, wir starten hier auch wieder mit einem Mittelpunkt. Den male ich mir diesmal, weil der etwas größer ist. Und setze um meinen Mittelpunkt solche bauchigen Blätter drumherum, die jedes Mal aber auf meinen Mittelpunkt zulaufen. Du siehst, dass die hier was schmaler sind und dann so richtig schön bauchig werden. Und so soll jedes Blatt aussehen. Du kannst mal schauen, ob du 4 Blätter machst oder 5. Das kannst du nachher auch spontan entscheiden auf dem Aquarellpapier. Aber ungefähr so sollte das aussehen. Du kannst einen Stiel wieder aus dem Mittelpunkt deiner Blütenmitte rausziehen und kannst, wenn du möchtest, noch eine zweite Blüte, die etwas kleiner ist, an die Seite packen mit einem etwas kleineren Blüteninneren. Und auch hier packe ich jetzt meine bauchige Form einmal dran und verbinde das Ganze mit meinem Hauptstiel und packe mir jetzt hier auch noch ein schönes, großes, bauchiges Blatt an die rechte Seite, damit das Ganze so schön ausbalanciert ist. Das Ganze machen wir jetzt auch einmal mit Aquarellfarbe. Vom Prinzip her machen wir dasselbe wie beim Vergissmeinnicht, außer dass wir diesmal wieder mit der Blütenmitte starten. Dafür nehme ich mir wieder ein bisschen gelbe Farbe, die kann ruhig ein bisschen kräftig sein und positioniere jetzt erstmal meine Blütenmitte. Die kann ich zum Beispiel auch einfach wieder tupfen oder ich mache einfach einen Kreis. Das kannst du so machen, wie du es schön findest. Und ich kann gleichzeitig auch schon mal hier die kleine Blütenmitte ebenfalls schon mal positionieren. Mische mir jetzt einen schönen Violettton an. Diesmal nicht so ein Blauviolett, sondern ein rötlicheres Violett. Wir üben das Ganze jetzt erstmal auf einem Schmierpapier. Ich stelle mir vor, dass ich hier meine Blütenmitte einmal habe und setze jetzt meine einzelnen Blütenblätter um diese Blütenmitte herum. Um ein einzelnes Blütenblatt zu malen, starte ich wieder mit meiner Pinselspitze. Gebe dann langsam Druck drauf und versuche einfach das Ganze so ein bisschen ründlich darzustellen. Dafür brauche ich meistens 2 Pinselbewegungen ungefähr, je nachdem wie der Winkel ist. Versuche ich das Ganze wirklich mit wenig Pinselbewegungen darzustellen. Eventuell musst du dabei dein Blatt auch mal drehen, damit dir das leichter fällt. Probier das einfach mal auf einem Schmierpapier aus, bevor du auf dein richtiges Aquarellpapier gehst. Das Ganze mache ich jetzt auch einmal auf meinem Aquarellpapier. Starte wieder mit meiner Pinselspitze. Gebe ein wenig Druck drauf. Und versuche mir nicht so viele Gedanken zu machen, ob das Blatt perfekt wird, sondern versuche das so ein bisschen intuitiv zu machen, damit die alle so ein bisschen unterschiedlich aussehen. Aber vom Prinzip immer 2 Pinselstriche. Immer mit der Spitze starten, mal einen Bogen machen, mal 2 Pinselstriche, so wie es bei dir am besten funktioniert. Das Ganze mache ich jetzt bei meiner zweiten Blüte auch, nur etwas kleiner. Eventuell brauchst du hier auch einen kleineren Pinsel, probier das einfach mal aus. Bei mir geht das mit dem 4er-Pinsel noch ganz gut. Und du siehst auch, dass sich hier meine Blütenblätter mal auch überlappen. Das ist auch gar nicht schlimm. Die müssen nicht immer so perfekt getrennt sein wie bei meiner großen Blüte. Die können sich auch mal so ein bisschen ineinander, die können auch also ein bisschen ineinander fließen. Auch hier könnte ich jetzt mit meinem Pinsel nochmal ins Pigment reingehen, das heißt in mein Näpfchen reingehen und hochpigmentierte Farbe aufnehmen. Und solange das noch nass ist, schön ein paar Farbtupfer reingeben. Dann bekomme ich auch einen schönen Verlauf hin. An meine Blüten packe ich jetzt genau wie auf meiner Skizze einmal meine Stiele. Auch hier
streife ich meinen Pinsel so ein bisschen am Rand ab, damit der nicht zu voll gesogen ist und ich dünne Linien hinbekomme. Versuche imaginär zu gucken, wo ist denn die Mitte von meiner Blüte, gehe damit runter und weiß ungefähr, wo ich ansetzen muss. Genau wie bei der kleinen Blüte auch. Hier haben wir einen Schwung drin. Das heißt, ich gucke mir das hier an, wo ungefähr der Schwung lang gehen müsste und kann jetzt, genau wie wir das bei der ersten Blüte auch gemacht haben, einfach hier noch ein schönes großes Blatt ergänzen. Und können das jetzt so auch trocknen lassen. Meine drei Blüten sind grundsätzlich fast fertig, aber was du immer machen solltest, ist, guck mal, ob du am Schluss noch Details hinzufügen kannst. Das sind ja zum einen hier das Innere der Blüten, aber wir können auch Details an unsere Blätter zum Beispiel packen. Ich starte mal ganz links bei meiner Blume und packe hier mit einer ganz hochpigmentierten Farbe. Also ich gehe hier nochmal in mein Grün rein, was ich eben benutzt habe, und nehme einen richtig dunklen Farbton auf, streife meinen Pinsel wieder schön ab und kann jetzt zum Beispiel hier einmal mit dem ganz feinen Pinsel einige zum Beispiel kleine Punkte ergänzen. Also irgendwas, was das Ganze ein bisschen natürlicher und unregelmäßiger erscheinen lässt. Was ich aber auch machen kann, ist, dass ich zum Beispiel eine Blattader in die Mitte setze, indem ich eine ganz dünne Linie ziehe. Das sieht auch immer sehr, sehr schön aus. Das Ganze kann ich zum Beispiel auf der Seite auch machen. Wie gesagt, das sieht meistens ganz schön aus, wenn man wirklich so einen ganz dunklen Ton hat und ganz, ganz, ganz feine Linien zieht. Falls du es gerade nicht hinbekommst, richtig feine Linien zu ziehen, kann ich dir den Tipp geben, auf einem Schmierpapier deinen Pinsel so ein kleines bisschen abzustreifen, damit er nicht mehr so vollgesogen ist. Und dann ist nämlich wirklich die Spitze richtig fein und dann bekomme ich persönlich immer die feinsten Linien hin, wie zum Beispiel jetzt hier. Ich könnte zum Beispiel jetzt hier auch noch die Blattadern ergänzen. Auch ganz, ganz dunkel. Und dann packe ich zum Beispiel hier auch noch mal so ein paar dunkle Punkte hin, um dem Ganzen mehr Kontrast und damit mehr Tiefe zu geben. Bei unserer mittleren Blume würde ich jetzt zum Beispiel einmal die gelben Flecken in den Blüten mitten ergänzen. Dafür gehe ich auch direkt in mein Näpfchen rein, in mein Aquarellnäpfchen und packe mir einfach kleine gelbe Punkte in die jeweilige Mitte. Und auch hier ist mein Stiel natürlich sehr, sehr hell. Das heißt, auch hier kann ich nochmal in dunkles Grün reingehen, um das Ganze ein bisschen spannender zu gestalten und kann beispielsweise auch hier so ein bisschen mit einigen kleinen Flecken und Punkten nochmal mehr Tiefe schaffen. Und was mir gerade aufgefallen ist, dass ich eben ganz vergessen habe, meine Stiele noch zu ergänzen. Also zwei Stiele haben gefehlt. Die kann ich zum Beispiel auch ein bisschen dunkler ergänzen oder wieder in der helleren Farbe. Aber wenn ich das Ganze zum Beispiel mit der dunklen Farbe mache, dann bekomme ich da nochmal wesentlich mehr Kontrast hin. Und fertig sind meine drei ganz einfachen Aquarellblumen.